Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Manuel González und heute geht es um Bier. Ja? Also wer was von Bier wissen will, der sollte dranbleiben, denn heute ist es das zweite Video in der Serie, wie du Unternehmer wirst, wie du dein Unternehmen aufbaust und wie du es schaffst, eben auch 1000 Euro nebenbei zu machen mit etwas, was du liebst und wie du es schaffst, eben auch die Aufgaben, die du nicht liebst, outzusourcen, so dass du es nicht machen musst. Und ich möchte gerne heute 5 Punkte dazu verraten, die elementar wichtig sind. Und was das ist und wie das funktioniert, das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben im letzten Video, Video 1, ist in der Infobox verlinkt, auch falls du das nicht gesehen hast. Ja? Wir haben in Video 1 haben wir uns schon mal über Persönlichkeitstypen unterhalten. Es gibt ja 4 Superkräfte, die kreative, sensorische, extrovertierte und introvertierte. Kurze Recap in einem Satz jeweils. Kreativ ist in der Lage, aus der Realität auszubrechen, sich was Neues auszudenken, jemand, der gern vorgeht. Sensorisch ist das genaue Gegenteil, jemand, der gern Pläne schmiedet und dadurch, dass er diese Pläne schmiedet, dafür sorgt, dass die Dinge strukturiert ablaufen und man eben nicht zu viel Scheiße baut. Der Extrovertierte unheimlich gern mit Menschen, also people-focused, und introvertierte Menschen eher mit Texten, mit Zahlen, also wirklich diese fokussierte, introvertierte Arbeit, die dafür sorgt, dass die Dinge auch erledigt werden. Ja? Und wir haben hier oben rechts also eher so dieser Typ Mensch, der einfach vorgeht und der einfach anfängt, mal was zu machen, ohne das viel zu überlegen und die Sachen aber auch nicht unbedingt zu Ende bringt. Und unten haben wir halt, und unten links haben wir eher Leute, die viel auf Details achten, die sich eher darum kümmern, wirklich die Dinge durchzuplanen, zu strukturieren, die nicht so viel unbedingt mit Menschen sein wollen, sondern die eher dafür sorgen, dass die Dinge wirklich passieren, also die Dinge, die passieren sollen. Wer da jetzt noch nicht ganz sicher ist, wo bin ich eigentlich eingeordnet, da haben wir auch den Link zu einem Blogbeitrag in der Infobox unten. Das ist auch im ersten Video nochmal erklärt. Da geht es um die Unternehmertypen, denn natürlich hat jede Superkraft einen eigenen Weg zum Erfolg. Ja? Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir, wenn wir eine Superkraft haben, dann fehlen uns natürlich die anderen drei. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin, wenn ich als extrovertierter Mensch, und das ist bei mir ja der Fall, es nicht so krass mit Nummern habe. Ja? Und wenn ich nicht so der strukturierte Mensch bin, sondern vielleicht eher eine kreative Lösung finde, das ist bei mir der Fall. Denn ich bin ungefähr hier angesiedelt. Ja? Also ich bin brutal extrovertiert und ich bin eher kreativ als sensorisch. Ja? Also der sensorische Mensch, jemand, der etwas eher misst und die Realität beschreibt, der Kreative, der die Realität lieber komplett verändern will, zerreißen will. Und ich bin eben eher kreativ als sensorisch und extrovertiert definitiv. Und mein Problem ist es also, dass ich nicht so gut darin bin, zum Beispiel Listen zu machen oder auch Tracking. Ja? Also klassisch im Online-Marketing ist auch, oder generell auch im Unternehmertum, aber ganz besonders nochmal in letzter Zeit ein ganz großes Thema auch im Online-Marketing, das Tracking. Denn wenn du nicht weißt, was funktioniert, wie willst du dann das mehr machen? Und es gibt diesen schönen Satz, Erfolg bedeutet, das, was funktioniert, mehr zu machen, das, was nicht funktioniert, abzuschalten. Aber damit das funktioniert, musst du wissen, was funktioniert. Ja? Und deswegen ist es ganz krass wichtig, dass du eben diese Energie hast, ja, diese introvertierte und die sensorische, weil die sensorische beschreibt die Realität und die introvertierte Energie, die ist eben ganz wichtig dafür, diese Details zu beachten und sich dann eben auch Lösungswege auszudenken, die anhand dieser Zahlen, Details und anhand der tatsächlichen Gegebenheiten funktionieren. Ja. Und deswegen ist mein großes Problem, wenn ich hier oben angesiedelt bin, dass ich natürlich das Problem habe, dass ich irgendwie das abdecken muss. Und da sind wir auch schon bei Punkt 1, nämlich dem Dreieck. Das Dreieck, das beschreibt im Prinzip nichts anderes, als dass wenn du möchtest, dass diese anderen Energien alle, die du nicht hast, abgedeckt sind, dann musst du dir jetzt nicht insgesamt von jedem einen holen, sondern das beste Team besteht aus 3 Leuten. Warum? 3 Leute ist klein und manageable. Das heißt, du kannst ganz schnell interagieren mit den Leuten, du kannst ganz schnell Entscheidungen fällen, du kannst ganz schnell Ziele erreichen und du kannst auch ganz klar diese Aufgaben aufteilen. Denn wenn jetzt in meinem speziellen Fall, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich brauche hier ein Dreieck, dann würde mein Dreieck zum Beispiel, sagen wir mal, so aussehen, schwupp. Warum sieht es so aus? Weil jetzt habe ich alle Energien mitgenommen, die es hier gibt. Ich könnte das Dreieck sogar noch so anordnen, das ist jetzt ein bisschen chaotisch geworden, aber dann wäre es nochmal extremer. Ich mache mal das erste nochmal weg, weil das ist noch deutlicher. Okay? Und was hier passiert ist, dass ich in diesem Dreieck, wenn ich das so habe, wie ich es jetzt hier nochmal das zweite angezeichnet habe, dann habe ich natürlich alle Energien mit dabei. Und dadurch, dass ich alle Energien mit dabei habe, komme ich eben an einen Punkt, wo mir nichts fehlt. Also ich habe die introvertierte und kreative Energie dabei. Einmal bei mir, hier die kreative mit dabei, aber hier auch jemanden introvertierten, der einen guten Gegenpart bildet. Also das hier wäre so zum Beispiel ein klassischer Philipp, der bei mir im Team Systeme baut. Das wäre aber auch ein Clemens, der sich um Inhalte kümmert und der sich um zum Beispiel auch alles, was mit Texten zu tun hat, auch kümmert. Weil die beiden Jungs, die sind einfach sehr strukturiert. Ja? Die sind Leute, also auch wenn die Struktur hier anzutreffen ist, das Detail sorgt dafür, weil das Introvertierte eben eine sehr klare Klarheit auch immer braucht. Deswegen sind die beiden Jungs sehr gut darin, Systeme zu bauen. Sie mögen, wenn Dinge ineinander greifen und wenn Dinge einfach funktionieren. Ja? Und natürlich, wir alle mögen,
wenn Dinge funktionieren. Aber hier ist es ganz spannend zu beobachten, dass sie diese Systeme einfach auch gern bauen und sich dann eben, die kreative Natur denkt sich das aus und die introvertierte Natur sorgt dafür, dass diese Systeme auch wirklich haarklein ineinander greifen. Während ich vielleicht kreativ bin, um Lösungswege auszudenken, aber lieber so alles niederrenne, anstatt wirklich auf die Details zu achten. Und im Gegenzug hierzu zu uns, den beiden kreativen Energien, ist hier eine gemischt introvertiert-extrovertierte Energie, die sensorisch ist und die Realität beschreibt. Das ist ein klassischer Björn, das ist eine klassische Lena, die dafür sorgen auch einfach, dass die Dinge, die hier im Team passieren, geregelt ablaufen, dass da Struktur ist. Also ob das jetzt zum Beispiel Steuern sind, ja, also ich glaube, niemand macht wirklich gern Steuern, aber mich kannst du damit jagen und eine sensorische Person ist damit zumindest noch nicht zu jagen, sondern die kommt damit irgendwo klar auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Sachen miteinander verbindet. Die Management-Energie, also das Sensorische sind Leute, die managen. Dann hier, das ist People-Focus, also das sind auch Leute, die einfach Sachen propagieren, die verkaufen, die viel mit Leuten reden können, die auch gerne in der Öffentlichkeit stehen. Und hier dann zum Beispiel Leute, die gerne Systeme machen, Webseiten bauen und solche Sachen. Und Achtung, dieses Dreieck kann man natürlich jetzt beliebig verschieben, aber dadurch, dass du eben dieses Dreieck hast, hast du immer Energien dabei. Und jetzt wird es halt richtig, richtig geil. Denn du musst kontraintuitiv sein, damit du überhaupt die anderen Sachen verstehst. Warum? Was heißt das kontraintuitiv? Intuitiv bedeutet, wenn du zum Beispiel morgens am Tag müde bist und du bist noch verschlafen und möchtest am liebsten auf Snooze drücken und weiterschlafen, das ist deine Intuition, die dir das sagt. Aber wenn du kontraintuitiv handelst, morgens und stattdessen aufstehst, einen halben Liter Wasser trinkst, Sport machst, liest und all deine ganzen Morgenrituale machst, dann sorgt das dafür, und das ist das Spannende, dass du deinen Erfolg hast. Das heißt, du musst gezielt diese kontraintuitive Handlung anstoßen. Und genauso ist es auch hier. Also wenn du zum Beispiel wie ich sehr extrovertiert bist, ist es extrem wichtig, dass du mal zumindest mal für ein paar Tage dich voll auf diese introvertierte, detailorientierte Systemseite begeben hast. Warum? Weil du dann verstehst, was der andere macht und wie der andere denkt. Und genauso ist es eben auch hier mit den sensorischen Sachen. Und das, was halt so wichtig ist und was dann besser funktioniert, ist die Kommunikation untereinander. Denn du kannst niemals, und das habe ich ja gerade eben sehr deutlich gemacht, du kannst niemals allein das Ding rocken. Natürlich kannst du als eine Person allein irgendwo ein extremer Rockstar werden. Das heißt, du kannst extrem gut auf der Bühne sein, aber dafür zahlst du deine Rechnung nicht, weil du es verpeilst einfach. Oder du kannst extrem gut zum Beispiel wirklich Ordnung halten, Rechnungen und auch all das verwalten und managen, dafür sorgen, dass die Leute, die vielleicht in irgendeiner Form im Team arbeiten, dass diese Arbeitspläne exakt aufeinander abgestimmt sind und so weiter. Aber du hast keinen Bock, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja? Und du hast vielleicht keinen Bock, eine Website zu bauen oder sowas, weil das einfach nicht deine Natur ist. Und so ist es eben ganz spannend, wie sich diese Sachen ergänzen, und du musst aber, um das zu verstehen, auf der anderen Seite gewesen sein. Und dann kannst du was machen, und das ist der Grund dafür, dass ich heute den Erfolg habe, für den ich so dankbar sein darf. Und das ist nämlich, dass du Stars heiern kannst. Denn Stars werden nur zu dir aufschauen, wenn du diese Stars verstehst. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Philipp gehen würde und würde mit einem Philipp darüber reden, der bleibt bis 4 Uhr nachts hier, der gibt mega Gas, er übertreibt total, hat jede Woche seine 80 Stunden, die er hier im Team arbeitet und ordentlich Gas gibt und dafür sorgt, dass die Dinge halt richtig krass werden. Und das, was halt einfach passiert ist, dass wir dadurch, dass wir miteinander kommunizieren, natürlich auch zwei Realitäten aufeinanderprallen haben. Und wenn du dann erstmal verstanden hast, mit wem du sprichst und der auch versteht, mit wem er spricht, dann könnt ihr überhaupt erst richtig miteinander kommunizieren. Denn wenn zum Beispiel Philipp und ich miteinander reden, ich bin jemand, der das Chaos liebt. Ich mag, wenn Unterbrechungen kommen, wenn Leute auf mich zukommen, mich aus dem rausreißen, was ich eigentlich gerade mache und alles immer in Bewegung ist und viel, viel Variety im Englischen, sagt man ja, also viele Abwechslung einfach ist. Philipp aber dahingegen, und so ist es zum Beispiel auch bei Clemens, ist jemand, der sich einfach hinsetzen und seine Ruhe haben möchte. Ja? Das beobachte ich zum Beispiel auch bei Clemens oder auch bei Björn, und das beobachte ich auch bei Lena. Das sind einfach Leute, die sagen, hey, geh mir mal nicht auf den Sack, wenn ich gerade eine Arbeit mache, will ich halt in diesen Tunnel und will die durchziehen und will da fokussiert dabei sein. Und das kann ich eben nur deswegen verstehen, weil ich die Leute verstehe. Und jetzt wird es eben spannend. Du musst eben, wenn du dir dieses Dreieck aufbaust, nicht unbedingt ein Dreieck aufbauen für Leute, die mit dir partnern. Das kannst du machen, aber das können auch deine Dienstleister sein, das können deine Angestellte sein, vielleicht ist es sogar dein Chef in der jetzigen Situation irgendwo. Und dadurch kannst du einfach die Menschen, mit denen du arbeitest, und eben auch deine Kunden viel besser verstehen. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt vielleicht von allem. Und zwar, du musst unbedingt an dieser Stelle einmal auf den Blog gehen, denn da haben wir für dich, und der Link dazu ist auch in der Infobox, noch einen weiteren Blogartikel fertig gemacht. Denn wir haben gesagt, wir möchten dir diese Woche alles dazu geben, was damit auf sich hat. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, ich habe jetzt viele Persönlichkeitstypen verstanden, aber ich habe noch gar nicht gecheckt, was sind jetzt die konkreten Steps. Ja? Und da haben wir einen Business-Fahrplan, und diesen Business-Fahrplan, den werden wir in einem Livestream am Sonntag vorstellen. Und wenn du daran teilhaben möchtest und wenn du wissen möchtest, wie du dein Business aufbauen solltest, dann sei am Sonntag dabei
Und der Livestream, die Anmeldung dazu, ist auch in der Infobox und auch im Blog nochmal. Also tob dich einfach aus. Wir haben dir extrem viele Inhalte hier hingestellt und wir geben dir eben auch dann die Möglichkeit zu verstehen, wie man es technisch umsetzen kann. Also wie du dafür sorgen kannst, dass du die Website hast, wie du dafür sorgen kannst, dass du ein Produkt hast, dass du eine Idee hast, dass die verkauft wird und dass all diese Sachen passieren. Das werden wir dir in diesem Livestream vorstellen und wir werden dir im Livestream auch die Möglichkeit geben, bei uns im Mentoring teilzunehmen. Aber Achtung, es wird keine Verkaufsveranstaltung, sondern wir wollen dir wirklich all das kostenlos geben und dann am Ende nochmal ein Angebot für dich. Wenn du das wahrnehmen möchtest, kannst du das machen. Wenn nicht, ist es auch vollkommen okay. Das wird nicht der Fokus von dem Livestream sein, sondern der Fokus wird sein, dass wir dir richtig Vollgas diese Informationen geben. Jetzt sagen alle Leute wieder, der Gonzales, dem geht es wieder jetzt die ganze Zeit um Persönlichkeitstypen. Ich will hands-on sein, okay? Und hands-on ist eine Sache. Punkt 1, was du machen wirst, ist, dass du auf diesem Blog ein paar Informationen bekommst. Clemens, in einem Satz, was kriegen die Leute auf dem Blog, wenn sie da jetzt draufklicken? Oh, alles, was sie brauchen. Alles, was sie brauchen. Aber was heißt das konkret? Die vier Einstellungskriterien, ganz wichtiger, die man nicht antrainieren kann, jemanden, sondern die müssen diese Person mitbringen. Und was das ist, das erklären wir dir mal in Fülle auch in dem Blog. Deswegen auch der Link dazu in der Infobox unter diesem Video. Und das ist das Geilste, ich habe ja gesagt, es geht auch um Bier. Es gibt einen sogenannten Biertest. Und dieser Biertest ist nicht, dass man Bier testet, sondern wenn du jemanden gefunden hast, bei dem du das Gefühl hast, fuck yeah, mit dem will ich gerne zusammenarbeiten, dann geh erstmal mit dem saufen. Warum ist das so? Weil wenn du mit dieser Person zusammenarbeitest, aber nicht gern mit dieser Person Zeit verbringst und nicht gern mit dieser Person ohne Arbeitszeit verbringen würdest, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Denn mit jemandem zusammenzuarbeiten, jemanden einzustellen, einen Partner zu haben in der geschäftlichen Welt oder was immer, das ist wie heiraten, okay? Und du kannst nicht einfach, nachdem du einen Lebenslauf gesehen hast, entscheiden, so, ich heirate diese Person jetzt und arbeite die nächsten Jahre mit diesem Menschen eng zusammen, sondern du musst diesen Menschen besser kennenlernen. Und du musst jetzt nicht die nächsten 5 Monate mit diesem Menschen verbringen, um ihn kennenzulernen, aber wenigstens einmal wirklich entweder was trinken gehen oder einfach was essen gehen oder einfach mit diesem Menschen Freizeit verbringen, wo es vielleicht auch wirklich gar nicht um Arbeit geht, so dass ihr euch mal kennenlernt. Also der Biertest hier auch nochmal. Jetzt fragt ihr, was gibt es für konkrete Systeme, was gibt es für Möglichkeiten, wirklich anzufangen? Ich will wissen, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Das ist Blogbeitrag Nummer 1. Ich will wissen, wie kriege ich die Leute eingestellt? Das ist Blogbeitrag Nummer 2. Dann gibt es Blogbeitrag Nummer 3. Was das sein wird, das erfahren wir im Video übermorgen. Da kommt dann das nächste Video hierzu. Und wir wollen natürlich wissen, was sind die konkreten Steps, ja, die man macht. Also wenn ich weiß, was für ein Persönlichkeitstypen ich bin, wenn ich dann gemeinsam mit dir, Manuel, im Livestream die Idee erarbeitet habe. Ich werde auch Feedback im Livestream zu den Ideen geben. Wenn ich dann herausgefunden habe, was es Wichtiges gibt an Schritten, was es Wichtiges gibt an Verkaufssachen, die man machen muss. Wenn ich all das herausgefunden habe, was ich, diesen Weg, den ich gehen muss, dann ist es eben das Wichtige für dich persönlich, dass du mit diesen Leuten auch wirklich nochmal Bier trinken gehst, bevor du wirklich anfängst, etwas zu riskieren. Gut, alle Infos im Blogbeitrag, in der Infobox, in dem Livestream auch am kommenden Sonntag. Bis dahin erstmal viel Spaß. Ciao.